Ja, hi Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. So, in diesem Video werde ich euch vorstellen, wie meine zweite PvP-Klasse aussieht. Das ist die sogenannte Spy-Klasse. Wer Team Fortress 2 gespielt hat, kennt die wahrscheinlich schon. Man kann sich unsichtbar machen und hat ein Schwert, das viel Schaden macht, oder in Team Fortress ein Messer halt eben. Und ich habe noch ein weiteres Feature eingebaut. Um der Klasse beizutreten, muss ich einfach diesen Knopf drücken. Dann sieht man schon, was wir gekriegt haben. Wir haben hier ein Schwert und ein Schneeball. Ja, jetzt muss ich mich einmal bewegen. So. Wir werden unsichtbar, sobald wir stehen bleiben. Das heißt, wenn wir hier rumlaufen, sind wir sichtbar. Das ist so der Debuff davon. Und wenn wir hüpfen, sind wir auch sichtbar. Wenn wir mal kurz stehen bleiben, werden wir unsichtbar. Und sobald ich hüpfe, werde ich sichtbar. Mir wird auch das Schwert weggenommen, sobald ich sichtbar bin, und gegeben, sobald ich unsichtbar bin. Das heißt, ich kann auch nur kämpfen, wenn ich auf der Stelle stehe. Dafür wird das Schwert später sehr stark verzaubert werden, sodass man einen Gegner mit einem oder zwei Schlägen töten kann. Das weitere Feature ist mit diesem Snowball hier verbunden. Ich wechsle dafür mal wieder hier in die Innenperspektive. Wenn wir den Snowball hinwerfen, bei mir ist es mit der Q-Taste, um ein Item auf den Boden zu werfen, dann haben wir hier überall so Rauch. Das wird verwendet, falls ihr, ich gehe nochmal in die Außenansicht, zack, wenn ihr weglauft. Und wenn ihr jetzt von einem Gegner weglauft, könnt ihr eben eins hinwerfen, bleibt kurz stehen, werdet dann unsichtbar, wenn der Rauch aufhört. Ja, und ich werde euch jetzt noch eben erzählen, wie das hier mit dem Schneeball geht. Und zwar überprüft ihr hier, ob so ein Schneeball auf dem Boden liegt. Hier überprüft er, ob so eine Entity vom Type Item, das ist hier ganz wichtig, hier Item, auf dem Boden liegt, ja, dann ist es ja als Item, und dann spezifizieren wir hier halt eben noch, was das für ein Item ist, und zwar Minecraft Doppelpunkt Snowball. Danach spawnen wir hier ein Huhn mit bestimmten Attributen, dass es sich nicht wegbewegen kann und dass es unsichtbar ist. Und spawnen dann hier durchgehend, spawnen hier durchgehend Partikel zu diesem Huhn. Das sind diese Explode-Partikel. Und teleportieren dann das Huhn zu unserem Schneeball, den wir hingeworfen haben. So, nach einiger Zeit wird dann der Schneeball entfernt, damit man ihn nicht einfach wieder aufheben kann. Und das Huhn wird runter teleportiert um 300 Blöcke ins Void, halt eben ins Nichts. Weil wenn man es normal töten würde, würde das Huhn vielleicht Fleisch droppen oder einen Sound abspielen, und das ist nicht so cool. So, ich mache das hier nochmal. Man sieht immer so ein bisschen auch die Unsichtbarkeitspartikel vom Huhn. Ja, die Reihenfolge ist halt eben so, wir werfen das Item hin, das Huhn wird hierhin teleportiert, Partikel zum Huhn, Schneeball weg, Huhn weg. Zack. Ja, und so viel war das schon von der Klasse hier. Das ist noch ein bisschen verbuggt irgendwie mit dem Diamantschwert, wann man das kriegt und wann nicht. Aber so im Großen und Ganzen funktioniert die Klasse so, wie ich sie haben wollte. Und ja, bis dahin Leute, haut rein.